Du schwebst etwa 30 Kilometer über der Erdoberfläche und genießt die beste Aussicht auf unseren Planeten. Oh, eine Sternschnuppe! Wünsch dir was! Der helle Punkt, der sich da so schnell bewegt, ist die Internationale Raumstation. Und dann, der Kellner bringt dir ein Getränk. Moment mal, warum ist hier ein Kellner? Naja, du bist in einem Touristenraumschiff. Und schon bald kann jeder mit riesigen Ballons ins All fliegen. Das ist Neptune. Es ist eine runde Kapsel mit Panoramafenstern für einen 360-Grad-Blick. In dieser Kapsel können 9 Personen in bequemen Sitzen mitfliegen. Das sind 8 Passagiere und ein Pilot. Außerdem gibt es eine Toilette unter dem Deck. Wie der Hersteller sagt, ist das die Toilette mit der besten Aussicht im ganzen Universum. Auf dem Dach der Kapsel ist der Gepäckraum für Werkzeug und wissenschaftliche Geräte. Es gibt sogar eine Wi-Fi-Verbindung, sodass du live streamen kannst. Und natürlich gibt es eine Bar für Erfrischungen. Space Perspective, die Macher von Neptune, planen, Tickets für Passagiere ab $150.000 anzubieten. Aber es gibt keine Raketentriebwerke. Oder doch? Nein, dieses Teil wird dank eines riesigen Ballons in die Luft abheben, der so groß ist wie ein Fußballfeld. Auf geht's zur Startrampe. Die Passagiere steigen in die Kapsel und Ingenieure füllen den Ballon mit Wasserstoff. Er ist leichter als Luft, also hebt der Ballon ab. Und sobald die Schubkraft ausreichend ist, hebt die Kapsel mit den Passagieren von der Startrampe ab. Die Reise beginnt. Die Kapsel und der Ballon steigen mit einer Geschwindigkeit von 19 Stundenkilometern auf. Das ist halb so schnell, wie ein Mensch rennen kann. Und 2000 Mal langsamer, als eine herkömmliche Rakete beim Abheben fliegt. Du wirst also keine harte Beschleunigung, Vibrationen und Geräusche wie bei einer herkömmlichen Rakete erleben. Du bist jetzt schon auf 13.700 Metern. Das ist fast die halbe Höhe. In dieser Höhe fliegen kommerzielle Flugzeuge. Und hier ist die Grenze, an der es kein Wetter mehr gibt. Keine Wolken, keine Windströmungen oder Turbulenzen. Aber es gibt auch keinen Sauerstoff mehr. Du bräuchtest eine Sauerstoffflasche, um hier zu atmen, wenn die Neptune-Kapsel nicht luftdicht wäre. Die Kapsel steigt weiter. Du hast bemerkt, dass der Ballon größer geworden ist. Muss er auch, denn bei Null Höhe wird der Ballon weiter mit Wasserstoff gefüllt. Der Wasserstoff übte von innen Druck auf den Ballon aus, aber die Luft aus der Atmosphäre übte von außen Druck auf den Ballon aus. Doch je höher du steigst, desto weniger Luft ist vorhanden. Der Wasserstoff übt weiter Druck auf den Ballon von innen aus, aber jetzt hält ihn nichts mehr auf, sich auszudehnen. Der Ballon muss also aus einem sehr dichten Material bestehen, das sich aber wie ein Ballon ausdehnen kann. Forschende lassen ständig solche Ballons mit Wettersonden steigen. Sie heben ab und werden beim Aufsteigen immer größer. Aber in extremer Höhe hält das Material des Ballons den Druck nicht stand und platzt. Aber es wäre nicht gut, wenn die Kapsel mit den Passagieren einfach auf den Boden knallt. Deshalb wird Neptune nicht so hoch steigen. Aber falls der Notfall eintritt, hat Neptune natürlich einen Fallschirm für die sichere Landung. Er ist bereits installiert und an dem Seil befestigt, das zum Ballon führt. Sollte also etwas Unvorhergesehenes passieren, öffnet sich der Fallschirm und die Kapsel sinkt langsam zur Erde. Der gesamte Startvorgang dauert 2 Stunden und du erreichst eine Höhe von 30.000 Metern. In der Geschichte der Menschheit sind bisher nur etwa 20 Menschen mit einem Ballon in die Stratosphäre geflogen. Die Kapsel schwebt in der Luft. Jetzt haben du und die anderen Passagiere 2 Stunden Zeit, um die Krümmung der Erde zu bewundern, endlose Selfies zu machen und zu entspannen. Du kannst sogar den blauen Streifen über der Oberfläche des Planeten sehen. Das ist unsere Atmosphäre. Und wenn du nach oben schaust, siehst du den schönsten Sternenhimmel deines Lebens. Denn in dieser Höhe gibt es weder Wolken noch Lichtverschmutzung durch Großstädte. Du kannst die Sterne also in ihrer vollen Pracht bewundern. Aus demselben Grund werden auch Teleskope in diese Höhe geschickt. Die 2 Stunden sind schon vorbei und es wird Zeit für den Abstieg. Auch dieser Vorgang geht langsam und sanft vor sich. Der Ballon sinkt und der atmosphärische Druck steigt wieder, sodass der Ballon wieder Größe verliert. Die Kapsel wird übrigens eine Wasserlandung machen. Deshalb hat sie an der Unterseite einen Splashdown-Cone. Dieses Teil hilft, den Aufprall auf dem Wasser zu dämpfen, damit alles sanft und reibungslos abläuft. Der 2-stündige Abstieg ist geschafft und Neptune landet im Wasser. Jetzt kommt ein Schiff zur Kapsel und nimmt die Passagiere an Bord und bringt sie an Land. Mit einem Kran wird auch die Kapsel an Bord geholt, um sie später wieder in die Stratosphäre steigen zu lassen. Aber der Ballon kann nicht mehr für eine Reise verwendet werden. Sobald die Passagiere den Boden berühren, ist ihre Reise zu Ende. Der erste Mensch, der mit einem Ballon in die Stratosphäre
Aufstieg war der Schweizer Auguste Piccard. Er entwarf diese runde Gondel. Sie war luftdicht und hatte Platz für 2 Personen. Die Gondel war an einem riesigen Ballon befestigt, der so groß wie ein Basketballfeld war. Wie bei Neptun wurde der Ballon mit Wasserstoff gefüllt. Im Mai 1931 begannen Auguste Piccard und Paul Kipfer ihren Flug. Als sie an Höhe gewannen, tauchten mehrere Probleme auf. Unter anderem war die Kapsel nicht ganz dicht und luftdurchweg, aber sie konnten das Problem beheben. Sie stiegen höher und draußen wurde es kälter. Aber die Temperatur in der Gondel erreichte 38 Grad Celsius, weil die Besatzung das Luftablassventil nicht kontrollieren konnte. Daher fühlten sie sich wie in einer Wüste. Augustes Gondel erreichte eine Höhe von 15.781 Metern. Das sind nur 5.000 Meter höher, als kommerzielle Flugzeuge heute fliegen. Und 17,5 Stunden nach dem Start landete Auguste Piccard wieder auf dem Boden. Bei diesem und anderen Flügen sammelte der Wissenschaftler viele Daten über den Wind in den Schichten der Atmosphäre und die kosmische Strahlung. Er war auch der erste Mensch, der aus einer solchen Höhe ein Funksignal zur Erde sendete. Später nutzte Auguste Piccard die Idee mit der vollständig luftdichten Gondel, um in extreme Tiefen abzutauchen. Er baute eine Tiefseetauchkapsel, mit der er bis zum tiefsten Punkt unseres Planeten, dem Marianengraben, hinabtauchen konnte. Auch wenn Neptun viel fortschrittlicher ist, kann man mit dem Ballon nicht ins All fliegen. Man kommt damit nicht mal in die Nähe. Auguste Piccard konnte also auch nur bis hierher fliegen. Und das ist auch die maximale Höhe für Neptun. Aber der Weltraum beginnt viel höher. Das ist die Karman-Linie, ungefähr 100 Kilometer über dem Meeresspiegel. In der Wissenschaft stellt sie die Grenze zu unserem Planeten dar. Touristen in der Neptun-Kapsel werden also nicht die Schwerelosigkeit erleben. Aber wenn du ein Weltraumtourist werden und in der Schwerelosigkeit tanzen willst, hast du noch ein paar andere Möglichkeiten. Die Spaceship 2. Das ist ein wiederverwendbares, suborbitales Raumschiff mit Besatzung. Die Reise beginnt auf einer normalen Landebahn, genau wie bei einem kommerziellen Flugzeug. Hier siehst du das ungewöhnliche Raumschiff mit Namen White Knight 2. Es ist so lang wie ein Tennisplatz und besteht aus 2 Flugzeugrümpfen. Dadurch hat es eine Flügelspannweite so breit wie ein Fußballfeld. Und unser Spaceship 2 ist genau zwischen diesen Rümpfen befestigt. White Knight 2 hebt also wie ein normales Flugzeug ab und erreicht eine Höhe von etwa 20 Kilometern. Dann dockt Spaceship 2 ab und beginnt seinen unabhängigen Flug nach oben. Dieses kleine Raumschiff ist so groß wie ein Schwimmbecken. Es wird von 2 Piloten gesteuert und kann 6 Passagiere an Bord nehmen. Zündung! Das Raketentriebwerk ist eingeschaltet und das Raumschiff beginnt an Höhe zu gewinnen. Die Piloten und Passagiere erreichen etwa 85.600 Meter. Fast 3-mal so hoch wie der Neptun-Ballon. Und so können die Passagiere eine Weile die Schwerelosigkeit erleben. Dann beginnt das Spaceship 2 zu sinken. Die Piloten starten keine Triebwerke mehr. Sie gleiten einfach durch die Luft. Kurz vor der Landung fährt das Raumschiff sein Fahrwerk aus und landet wie ein normales Flugzeug auf der Landebahn. Der Gründer des Unternehmens, dem Spaceship 2 gehört, plant, solche Touristenflüge ins All öfter durchzuführen. Der Ticketpreis für einen solchen Flug beginnt bei $450.000. Das ist 3-mal so viel wie ein Flug mit dem Neptun-Ballon. Wenn dir das zu teuer ist, habe ich noch eine andere Möglichkeit, ins All zu fliegen. Das ist das New Shepard-Raumschiff. Es besteht aus einem Antriebsmodul und einer Crew-Kapsel. Es startet wie eine herkömmliche Rakete. Senkrechtstart, schnelle Beschleunigung und hohe Belastung. Mit dem Antriebsmodul erreicht die Kapsel eine Geschwindigkeit von etwa 3.590 km pro Stunde. Mit dieser Geschwindigkeit könntest du die Vereinigten Staaten in nur einer Stunde von Küste zu Küste durchqueren. Die Trägerrakete steigt auf eine Höhe von 105 Kilometern. An diesem Punkt dockte die Besatzungskapsel ab und erreichte eine Höhe von 107 Kilometern. Die 4 Passagiere an Bord erleben jetzt mehrere Minuten lang die Schwerelosigkeit. Währenddessen sinkt die Trägerrakete zum Boden, um zu landen. Einige Minuten später beginnt die Besatzungskapsel ihren Abstieg. Sie hat 3 Fallschirme zum Abbremsen. Wenige Meter vor dem Aufsetzen auf dem Boden werden die Raketentriebwerke der Kapsel gestartet, um vollständig abzubremsen und so sanft wie möglich zu landen. Du kannst als Weltraumtourist die Schwerelosigkeit in dieser Rakete für nur $250.000 erleben.